Was geht ab, Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zu einer weiteren fetten Folge von Horizon Zero Dawn. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt, das freut mich. Ja, wir müssen jetzt ein Banditenlager wieder zerstören, da sind wir jetzt auch direkt dabei. Das wird auf jeden Fall nur ein Video über dieses Banditenlager geben. Na, alles weitere, wir müssen das nur mal kurz markieren. Dann kommen wieder halt normale Sachen. Ne? Wir haben ja noch einen ellenlangen Weg vor uns für die Hauptquest. Aber da das hier gerade auf dem Weg lag, habe ich mir gedacht, nimm mal mit. Gefällt mir. Ockerblüte, okay. Das sieht übrigens echt nice aus, diese Glühwürmchen, wenn das solche sind. Wo ist denn das Lager? Also hier rein wahrscheinlich, ne? Ding ist, doch. Okay, schleichen. Munition. Wir haben noch nicht genug Metallscherben. Boah, 105, egal. Okay, hier geht's gar nicht entlang. Da oben ist einer. Da oben war einer. Was ich noch vermisse, ist der Alarm. Aber was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall hier hochgehen. Vielleicht haben wir da eine bessere Übersicht. Bist du ein Feigling? Stell dich! Nein! Und übrigens, ich bin eine Frau, also brauche ich mich nicht stellen. Ich sehe nicht. Erledige die Banditen, ja. Sammeln wir erstmal nochmal kurz. Hey, ich hab was gefunden. Shit! Wir müssen uns wehren, verdammt! Und jetzt alles geht. Hä? Ja, sorry, ich bin gerade am Sammeln, ich kann nicht schießen. Jetzt geht's ab, Freunde der Nacht. So. Kommt her, was wollt ihr? Auslösen, macht das sicher eine Menge Lärm. Welches Signal? Weiter geht's, würde ich sagen.
Noch mal kurz den Loot holen. Wir sind noch nicht fertig. Fehlen noch zwei. Oder ist da einer? Nee. Okay. Ja, wo sind sie denn? Die Gegner. Haben sich versteckt. Hallöchen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Da. Wow, was hier alles gibt, Mann. Nimm die kleine Pistölchen oder Gewehrchen. Hä? Ach, da außen sind sie. Da sind Leute in den Käfigen. Ja. Aber erstmal müssen wir die Leute hier töten. Jo, geschafft. Cool. Schön. Schön, schön. Jetzt holen wir noch die Leute aus den Käfigen. Oder haben die die schon rausgeholt? Werden die wahrscheinlich herausholen. Oder? Ich glaube noch nicht. Wo bin ich denn hier? Ich bin ja so ziemlich mit. Viel zu sonnig. Hauptsache am Meckern. Ich muss gleich zurück an die Arbeit. Am liebsten würde ich nach Hause gehen und schlafen. Nö, scheint jetzt alles leer zu sein. Das scheint jetzt alles leer zu sein, beziehungsweise die Leute wurden schon aus den Käfigen gelassen, oder? Ich weiß auch gerade nicht so genau, wo ich bin. Was ist denn nun los? So, hoch. Hopp, hopp. Meinen Bruder Ivan umbringen wie seinen Vater. Wollen wir ihre die Sachen Bauern und Reisenden wirklich Glauben schenken? Wilde Maschinen. Die haben Angst vor ihrem eigenen Schatten. Ich war zu beschäftigt mit dem Osseron. Um die Rebellion im Sonnenfall niederzuschlagen. Nee, die scheinen draußen zu sein. Ich hörte, dass König Abad Angst davor hat. Nee, doch nicht. Karzer gefangen. Er hatte kein Problem damit, seinen Vater umzubringen. Dann sind sie hier auch noch. Und hier ist ein Gerber. Ja, hier ist gut. Okay, die sind draußen schon. Sah so aus, als ob das nicht so der Fall war, der da stand, Karja gefangen hat. Dachte ich mir, okay, geh's nochmal hin.
Wofür soll das sein, außer für nach draußen zu kommen? Naja, okay. Beenden wir den Part hier. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Supportet das ganze Projekt und meinen Kanal. Ein Abo wäre auch ganz nice. Haut rein!